Hallo, Olaf hier. Ich möchte euch in diesem Video zwei kleine Programme vorstellen, die ich hier sehr hilfreich finde zum zum Erstellen von Bildschirmfotos. Warte mal, ich schiebe das hier mal runter, damit ich besser zeigen kann, was ich meine. Ich nehme meinen Aufnahmerahmen hier auch runter. So. Bisschen hoch. So. So, und es geht um zwei kleine Programme, die ich benutze, um Bildschirmaufnahmen zu machen. Und das eine Programm nennt sich Zoomit. Mal doppelt draufklicken, dann sehen wir, glaube ich, die Options. Genau. Zoomit. Genau, das ist ein Programm von SysInternal, also einer Microsoft-Tochter. Es ist schon etwas betagt, funktioniert aber immer noch sehr gut. Das erste von Zoomit ist, ich kann damit hineinzoomen. Die Shortcuts kann ich selber festlegen. Steuerung 1 zum Beispiel ist für den Zoom. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier jetzt dann kann ich jetzt hier zum Beispiel reinzoomen. Kann es natürlich genauso wieder ausschalten. Der nächste Shortcut ist dann, was ich jetzt besonders benutze zum Darstellen von, ja, zum Bearbeiten von Bildschirmfotos, ist eben dieser Zeichenmodus. Wenn ich mit Steuerung 2 bekomme ich so einen kleinen Cursor. Da kann ich auch noch die Farbe wechseln zwischen dem Grund, Blau, Grün, Gelb, Pink geht, glaube ich, auch. Ich benutze am liebsten den roten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel eine Freihandzeichnung machen. Ich kann einen Strich machen. Ich kann ein Kasten machen und ich kann ein Oval zeichnen. Somit kann ich also jetzt zum Beispiel hier irgendwas hervorheben. Ich kann dann natürlich dann auch da noch ein Pfeil dran malen und ich habe eine Textmarke, die ich größer, kleiner machen kann und kann dann hier Text reinschreiben. So, das ist, was Zoomit für mich leistet. Es hat auch noch andere Funktionen. Das sind die Funktionen, die ich allerdings benötige, indem ich hier auf dem Bildschirm mir Sachen markiere, hervorhebe und besonders hervorhebe. Das war das kleine Programm Zoomit. Link zu dem Programm findet ihr unter dem Video. Und das nächste Programm, da muss ich jetzt allerdings hier, das ist jetzt dieses hier unten. Das war Zoomit. Und wir benutzen jetzt dieses hier. Das Programm nennt sich Lightscreen. Ich blende mal Zoomit wieder aus, die Oberfläche. Und das ist ein Programm, das heißt Lightscreen, mit dem ich verschiedene Optionen habe, wie ich Fotos mache. Ich kann also zum Beispiel sagen, Bildschirmfotos werden abgelegt in einem Ordner. Livestream kann ich auch gleich im Hintergrund immer starten lassen. Hier kann ich verschiedene Hotkeys, also Tastatur, Kürzel hinterlegen. Ihr seht zum Beispiel, wenn ich auf Print-Taste drücke, also die Drucktaste baue für eure Tastatur, dann bekomme ich einen Full, den gesamten Bildschirm. Ich kann hier mit Control-Print kann ich mir danach einen Bildschirmausschnitt markieren. Ich kann auch mit Alt und Druck Print mir ein entsprechende das aktive Fenster automatisch auswählen. Dann habe ich die Möglichkeit, auch das einzurichten, dass die
Bildschirmfotos automatisch zu hochgeladen werden zu ImgUr. Das ist also so eine Bildschirm Speicherplattform. Ich kann hier verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel, dass das Programm immer nur als Bildschirm-Icon lädt. Und ich kann mir hier Bildschirmvorschau einrichten lassen. Ich kann einstellen, zum Beispiel, wenn ich zwei Monitore habe, würden die normalerweise beide fotografiert werden. Also ein sehr breites mit zwei Monitoren nebeneinander. Kann ich hier also sagen, ich will nur den aktiven Monitor haben. Will ich den Mauscursor mit drin haben? Soll das optimiert werden? Ja. Außerdem wird ein Screenshot gleichzeitig in die Zwischenablage importiert. Es wird eine Screenshot History angelegt und es wird regelmäßig nach Updates gesucht. Okay, ich will euch das jetzt kurz mal in der Darstellung hier in einem Programm zeigen. Ich drücke jetzt einfach mal die Drucktaste. Dann seht ihr hier, ist jetzt eine Vorschau des gedruckten, der Bildschirmkopie entstanden. Ich kann das jetzt entweder bestätigen oder ich kann es auch verwerfen. Und diese Bildschirm-Screenshot-Preview, das könnt ihr natürlich auch abschalten, da wird automatisch also immer, da werdet ihr nicht mehr gefragt, ob es verworfen werden soll oder ich habe das immer ganz gern, dass ich das nochmal mir anschaue, ob das auch tatsächlich so ist, wie ich mir das vorstelle. Also wie ich sagte, zum Beispiel übernehmen. Damit wird dann noch kurz ein Hinweis auftauchen, dass es an den und den Speicherort gespeichert worden ist. Genauso mache ich jetzt einmal Control und Druck. Und dann seht ihr hier, es wird etwas grauer der Hintergrund. Und ich kriege eine Auswahlmarke. Und ich kann jetzt mit einer gedrückten Maustaste, kann ich mir den Rahmen aufziehen und damit einschließen, was ich jetzt kopieren will. Ups, jetzt habe ich einmal daneben geklickt. So. Und ihr seht, ich kann auch nachdem ich dies loslasse, auch noch mit gedrückter Maustaste hier einmal die Punkte anfassen und noch etwas verändern. So, und dann, wenn ich den Auswahlrahmen so habe, wie ich ihn haben will, dann drücke ich einfach auf den Haken, dann kriege ich nochmal die Vorschau, bestätige nochmal und schon habe ich von dem Ausschnitt hier ein entsprechendes Bild gemacht, damit ihr mir auch glaubt. Was ist hier? Da ist er. Seht ihr? Da ist der entsprechende Bildschirmausschnitt. So. Ach ja, der Zusammenarbeit von Zoomit und kann ich jetzt mal hier festhalten. Dies ist ein Grafie. Mal hier noch mal Kasten drauf und mache jetzt mal eine Auswahl. So. Und nun seht ihr genau hier in der Fotografie sind auch die entsprechenden Markierungen enthalten. Okay, wie ihr seht, ist das eine sehr schöne Sache, die Zusammenarbeit von Zoomit und Lightscreen. Und es erleichtert mir die Arbeit von Dokumentationen am Bildschirm ganz, ganz, ganz erheblich. Okay, also aus meiner Sicht ist hier Lightscreen das allerbeste
Bildschirm-Fotoprogramm, was ich kenne, zumal es ebenso wie Zoom-Ed absolut kostenfrei ist. Okay, dann bis zum nächsten Mal und der Link zu den beiden Programmen, die Links, die findet ihr unter dem Video. Danke, bis zum nächsten Mal, euer Olaf.